Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns immer noch in der Wüste, aber wir haben in der letzten Folge endlich unsere Hauptquest wieder gefunden. Ich habe nach euch gesucht. Genau, du hast nach uns gesucht. Wir haben 2 Folgen gebraucht, bis wir dich gefunden hatten. Also erzähl mir hier nichts. Ihr, da seid ihr ja. Die gelehrte Sore sagte, dass ich euch hier finden würde. Ihr müsst euch beeilen. Prinz Azar braucht eure Hilfe. Wo ist der Prinz? Er ist in der Werftstadt Tavars Segen. Die verdorrte Hand ist dort und ihr sollt schnellstmöglich zu ihm kommen. Die gelehrte Sore sagte etwas darüber, dass es die Geburtsstätte der Ansai wäre, was auch immer das bedeuten mag. Ich werde sofort losgehen und den Prinzen suchen. Oh, und die gelehrte Sore möchte, dass ihr Lehrling sofort nach Bergamar zurückkehrt. Ihr sollt mit Hauptmann Ravan sprechen und ihn darum bitten, Shiri sofort die Rückkehr zu befehlen, ob das Mädchen nun will oder nicht. Dann werde ich auch mit Hauptmann Ravan sprechen. In Tavars Segen hat die königliche Marine ihre Werft. Ihr dürft die Stadt nicht an die verdorrte Hand fallen lassen. Hütet euch vor den wandelnden Sandenreisende. Ich hoffe, dass Rubdgar euch schnell an die Seite des Prinzen führt. Was macht die Werften so wichtig? Die Schiffe, die in den Werften von Tavars Segen gebaut werden, sind für die Kriegsbemühungen des Bündnisses von entscheidender Bedeutung. Ich glaube nicht, dass sie der verdorrten Hand etwas nützen, aber ich fürchte, dass sie vielleicht einfach zerstören könnten. Das wäre sehr schlecht für das Bündnis. So, dann schauen wir mal eben auf der Karte. Wo müssen wir denn... nach ganz oben. Okay. Ja, dann würde ich wirklich sagen, da das doch noch eine ganze Weile dauert, ich reite da erstmal hin und wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. Bis gleich. So, irgendwo hier müsste unser Ziel sein. Und da ist sogar noch mal ein neues Zeichen für eine Quest. Moment, hier haben wir noch mal eine neue Quest. Ah, hier müssen wir rein, ja. Dann ist das keine neue Quest, sondern... Oh doch, im Endeffekt sind es 2. Kommen die hier rein, oder? Na... Das stört die so gar nicht. Die helfen mir so gar nicht, weißt du? Ich stehe ja direkt neben dem. Hauptmann, die Antwort auf eure Gebete ist da. Ja, danke. Aber helfen könnt ihr mir nicht, wenn ich hier im Kämpfen bin oder was. Mit wem muss ich jetzt? Ich muss eigentlich mit beiden reden, ne? Ja. Ja, jetzt verstehe ich, warum es 2 sind. Ich habe den Lärm da draußen gehört und wusste irgendwie, dass ihr es seid. Ich kann euch nicht sagen, wie ich mich freue, euch zu sehen, meine erhabene Freundin. Wie ihr sehen könnt, sind wir hier in großen Schwierigkeiten. Und es wird immer schlimmer. Wie könnte es noch schlimmer werden? Dieser Unhold Alassan ist hier. Da Uwafar tot ist, folgt die verdorrte Hand nun ganz seinen perversen Plänen. Er giert nach Macht. Der Grund, warum sie diese Leute nicht von den Toten erwecken? Das liegt daran, dass Alassan vorhat, sich in einen Licht zu verwandeln. Wie würde er sich in ein Licht verwandeln? Er hat eine der Wehren der Ansai verdorben und setzt irgendeine Art nekromantischer Fokusse ein, um die Energie der Toten in einem Ritual zu bündeln, das er gerade im Leuchtturm durchführt. Er sagt, dass dieses Ritual ihn zu einem Lich machen wird. Werdet ihr mir helfen, ihn aufzuhalten? Ich habe ehrlich gesagt bisher immer gedacht, dass nur Tote zum Lich werden oder so. Ich habe keine Ahnung. Sagt mir einfach, was ich tun muss. Ich glaube, es ist am besten, zuerst die Fokusse zu zerstören. Alassans Diener haben die Toten um sich versammelt und sie scheinen Energie für das Ritual zu bündeln. Zerstört die Fokusse, geht dann zum Leuchtturm und findet einen Weg, um Alassans Ritual zu stören. Wie habt ihr von Alassans Vorhaben erfahren, ein Licht zu werden? Als wir ankamen, hatten die Nekromanten schon alle getötet. Wir haben uns angeschlichen, um sie auszuspionieren, und da sah ich Alassan. Das Böse hatte seine Züge verzerrt, aber ich erkannte ihn wieder. Er schwadronierte endlos über dieses Ritual, um ein Licht zu werden. Wir griffen an, aber ihr seht ja selbst, wie das gelaufen ist. Ihr kanntet Alassan schon vorher? Ja, sowohl er als auch Uwafar. Schon seit wir einem Dünenkäfer bis zum Knie reichten. Wir wurden zusammen unterrichtet, doch sie waren immer schon sadistisch und besessen vom Tod. Das war natürlich, bevor ihr Vater zum Verräter wurde. Wenn wir sie nur damals gleich alle getötet hätten. Warum sind sie nach Tavars Segen gekommen?
Mein Vater hat mich hergeschickt, weil er befürchtete, die verdorrte Hand könnte es auf unsere Flotte abgesehen haben. Ich glaube aber nicht, dass sie deswegen hierher gekommen sind. Es scheint, als wäre dies vor mehreren Jahrhunderten das Zuhause eines der Ansai gewesen, die sich geopfert haben, um die Wehren zu erschaffen. Was spielt das für eine Rolle? Ich vermute, dass es etwas mit Alassans Plänen zu tun hat, ein Licht zu werden. Wenn das der Ort ist, an dem einer der Ansai geboren wurde, musste Alassan die Wehr vielleicht hierher bringen, um sie verderben zu können. Doch das ist natürlich nur meine Theorie. Wie stehen die Dinge in Schildwacht? Gar nicht gut, fürchte ich. Die Gerüchte, dass die Wehren der Ansai gestohlen wurden, verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Und jeden Tag gibt es neue Berichte über wandelnde Tote. Die Kronen und einige der Ahnherren verlangen, dass mein Vater abdankt. Es ist sogar von einer Rebellion die Rede. Okay, Hauptmann. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Prinz Azar hat mir von euren Taten in Schildwacht erzählt. Und ich weiß, dass euch auch General Todas Respekt gebührt. Da ihr hier seid, denke ich, dass sich unsere Überlebenschancen deutlich verbessert haben. Das ist auch wieder gut. Wir sind so nett, wir sagen nicht mal Hallo oder es ist mir auch eine Ehre oder sowas. Wir sagen einfach nur, die Gelehrte Zure möchte, dass ihr Shiri zurück nach Bergama schickt. Vielen Dank, dass ihr mir diese Nachricht bringt. Aber leider kam uns der Lehrling der Gelehrten im Kampf abhanden. Bedauerlicherweise muss ich befürchten, dass die junge Shiri wahrscheinlich getötet wurde. Natürlich hätten wir wohl alle ihr Schicksal geteilt, wenn ihr nicht gekommen wärt. So. Dann kümmern wir uns jetzt mal um die Fokuspunkte. Ja. Wir können direkt mit dem anfangen, was hier vorne ist. Hallöchen. Oh, ich stehe auf dem Falschen. Nein. So wollte ich das machen. Ich hatte ja eben auf den Blitzstab umgestellt. Stimmt ja. So, Moment. Wo müssen wir denn da hinten hin? Ich glaube, das ist etwas weiter, oder? Ist das hier drauf? Oh. Ich wäre jetzt da hochgeritten und drüber gesprungen. Ich glaube, das wäre nicht so eine gute Idee gewesen. Guten Tag. Basti, kümmere dich um sie. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallöchen. Nutzt meine Macht. Du hast keine Macht, Basti. Obwohl, ja doch. Das ist deine Macht, da hast du recht. Ja, genau. In dem Moment, wo ich das gedrückt habe, springt der hier rüber. Drücken. Los, komm. Basti steht einfach nur da. Der piekst den noch nicht mal an. Was ist das hier? Hallo? Dafür habe ich dich aber nicht eingestellt. Wir müssen nach da hinten, wenn ich das richtig... Ah, hat mich denn jetzt angeschossen? Wenn ich das richtig sehe... Ja, jetzt, natürlich bin ich jetzt im Kampf. Ich habe niemanden angegriffen und nichts. Ich bin rübergesprungen. Aber Hauptsache, ich bin jetzt im Kampf. Ach, Leute. Das ist das Einzige, was ich so richtig doof finde. Dass man nicht einfach durchlaufen kann. Warum schießt du durch die Wand? Sag mir das mal. Du hast mich nicht mal gesehen und schon schießt du mich hier an. Komm, jetzt macht hin, ich muss die Tür öffnen. So. Hallo. Tür. Ihr seid zu spät gekommen. Das Ritual hat begonnen und ihr könnt mich nicht niederstrecken. Ich kann dich aber töten. Ihr habt meinen Bruder Uwafar getötet, nicht wahr? Ich gebe zu, dass ihr wahrscheinlich ein mächtiger Gegner seid. Aber wenn ich erst ein Licht bin, dann werde ich euch in ein Häufchen Asche verwandeln. Es gibt nichts, was ihr jetzt noch tun könnt, um mich aufzuhalten. Wie könnt ihr euch da so sicher sein? Das Ritual hat begonnen und ich bin bereits ebenso sehr an die Wehren der Ansai gebunden wie sie an mich. Wenn ihr mich niederstreckt, dann wird die Klinge zerspringen. Das ist ein Risiko, das ich wohl eingehen muss. Ihr habt die Wehr der Ansai zerbrochen. Ihr glaubt, das wird mich aufhalten? Ich bin noch nicht erledigt.
Jetzt weiß ich, woher mir die Stimme so bekannt vorkommt. Ist das nicht der gleiche Synchronsprecher, der auch Rasumdar gesprochen hat? Nach so vielen Jahrhunderten ist es ein Wunder, dass ich immer noch überrascht sein kann. Ich konnte den Nekromanten, der meine Wehr störte, nicht ertragen. Aber ich hatte keine Kraft, ihn aufzuhalten. Eure Taten haben die Klinge zerstört, aber ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Ich bin euch sehr dankbar. Was machen wir jetzt? Die Klinge zu zerschlagen war der einzige Weg, auch wenn das Konsequenzen hatte. Nekromantische Energien wurden frei und ließen die Toten von Tavars Segen auferstehen. Der Nekromant selbst wurde nicht zum Lich, aber er wurde ein mächtiger Geist. Aber wir können ihn trotzdem vernichten? Nein, er kann jetzt nicht erschlagen werden. Es gibt einen Weg, aber ich schwinde dahin. Da die Wehr nun zerschlagen wurde, verfliegt meine Kraft rasch. Ich werde bald zu den fernen Ufern reisen, wenn ihr die Klinge nicht neu schmieden könnt. Wie schmiede ich die Klinge neu? Wir brauchen die Gunst der Götter. Fangt für Tavar den Wüstenwind, besorgt für Morwa die Milch einer Ziege und sammelt für Zed Erde vom Grab eines gefallenen Kriegers. Mit diesen Elementen schmiedet ihr die Klinge neu und bringt sie dann zum Ansei-Schrein. Das ist jetzt Verarsche, oder? Ich werde tun, worum ihr bittet, und eure Wehr wieder instand setzen. Die Milch einer Ziege. Ich habe den Rest schon wieder vergessen, weil das alles so... Oh, wir können das mitnehmen. Ich dachte, das ist alles geklaut. Aber nein, wir können es mitnehmen. Okay, war nur eine Sache. Deine Heldentaten haben dein Schicksal besiegelt, Hund. Ich bin vielleicht kein Lich, aber ich habe eine Armee von Untoten. Keine Ahnung, mit wem der redet. Okay, dann schauen wir mal. Besorgt... Erde vom Grab, oder was war das hier? Gleich laufen die ganzen Untoten hinter mir her. Okay. Reicht ein Grab, oder muss ich jetzt alle nehmen? Ihr werdet sterben. Ihr werdet sterben, und dann werdet ihr euch meiner Armee anschließen. Hättest du wohl gerne. Ach, da laufen auch schon wieder welche rum. Kommt er ja gar nicht mehr vorbei. So, mal schauen. Fangt den Wüstenwind. Soll ich den Wind fangen? Okay, wir werden es gleich erfahren. Na! Ich fange dich! Ha, ich habe den Wüstenwind gefangen. Da war noch eine Scherbe, ne? Die sollten wir uns auch mal kurz holen. Kann ich jetzt endlich wieder reiten? Das ist sehr schön. Wie war das jetzt nochmal? Unverantwortlich. Völlig unverantwortlich. Nein, das ist nicht unverantwortlich. Ich weiß nur gerade... nicht mehr, wo ich bin. Okay, aber ich bin richtig gelaufen. Immerhin. Oder richtig gefallen. Besser. So. Wir hier durch. Da kommt dann nämlich auch noch ein Buch. Das nehmen wir auch mal direkt mit. Zumindest war früher immer ein Buch da. Hallo? Himmelsscherbe. Bin ich doof oder habe ich das Buch woanders schon mal geholt? Hä? Ich meine, hier oder so lag immer ein Buch. Haben die das jetzt rausgenommen? Halt man einmal mit seinem Wissen, weil man das tausendmal abgelaufen ist, wo es immer gleich war und dann auf einmal ist es nicht mehr da, wo es sein soll. Sauerei. Was bist du denn? Doch, du bist ein Pilz, ne? Dich nehmen wir auch mal kurz mit. Hier ist übrigens normalerweise mal so ein großer Skorpion gewesen. Der scheinbar jetzt auch weg ist. Keine Ahnung warum. Ich bin ein bisschen verwirrt. Weil irgendwie nichts mehr da ist, wo es eigentlich sein sollte. Egal, wir müssen jetzt einmal wieder hier rum und mal schauen, wo wir hin müssen. Wir brauchen Ziegenmilch. Haben die Zombies denn noch ein paar Ziegen am Leben gehalten? Oder kommen wir auch irgendwie anderweitig an diese Ziegenmilch ran?
Ziegenmilch, ich brauche Ziegenmilch. Hallöchen, Ziege. Schwuppdiwupp, dann gehe ich wieder. Lalala. Ist mir da rein? Ja. Hui. Nein. Nein. Ach, ich wollte doch gerade vorlesen. Leute. So nicht. Ich wollte gerade vorlesen, was da stand, ihr Idioten. So, nochmal. Die Kohlen sind glühend heiß. Die zerschlagene Klinge auf die Kohlen liegen. Er legt die Bruchstücke auf die glühenden Kohlen. Die Ziegenmilch auf die Klinge gießen. Der Stahl absorbiert die Milch. Die Erde vom Grab eines gefallenen Kriegers auf die Klinge streuen. Die Erde bleibt am Stahl kleben. Die Flammen mit Wüstenwind anfachen. Die Flammen werden lebendig und einmal zurücktreten. Damit haben wir die Wehr der Anzei neu geschmiedet. Die kriegen wir übrigens auch. Ja, die können wir übrigens auch, wenn wir die Errungenschaft haben, das könnte jetzt irgendwas mit der Quest hier zu tun haben, kann man die auch kaufen in der Hauptstadt. So. Legt die Klinge auf den Schrein. Uhuhu. Ich würde gerade sagen, so weit wollte ich jetzt eigentlich nicht springen. Ihr seid mir lange genug in die Quere gekommen. Das muss jetzt ein Ende haben. Ja, das muss jetzt ein Ende haben. Das Böse. Was treibt ihr hier? Eure Wehr wurde zerbrochen, Anzei. Ihr stellt für mich keine Gefahr dar. Los, nehmt die Wehr und benutzt sie, um Alasan in die Falle zu locken. Nein. Was tut ihr da? Nein! Ich befürchtete, dass mein Opfer vergeblich wäre nach all den Jahren. Aber ihr habt euch wunderbar geschlagen. Wir können diesen Nekromanten nicht töten. Aber er wird uns keine Probleme mehr bereiten. Was ist mit Alasan geschehen? Er hat sich in eine Art Gespenst verwandelt und sich selbst an meine Wehr gebunden. Doch das erlaubte es mir, ihn darin zu bannen. Jetzt ist er gefangen. Das Wichtigste ist aber, dass die Wehr instand gesetzt wurde und wieder dazu dienen kann, Alikre zu beschützen. Dafür danke ich euch. Was ist mit der dritten Wehr? Ich spüre, dass die dritte Wehr in der größten Gefahr von allen schwebt. Das Geschwister des Nekromanten, der hierher kam, ist weitaus geschickter in den schwarzen Künsten, weitaus gefährlicher und weitaus ehrgeiziger. Ich habe seinen Bruder Ovafa an Tuvakas Thron getötet. Das Geschwister, von dem ich spreche, wurde nicht getötet und hat noch immer die dritte Wehr der Anzei. Doch ich spüre nicht, wo sie ist. Trotz unseres Sieges hier ist die Alikre-Wüste noch immer in Gefahr, was auch geschehen sein mag. Ihr müsst die dritte Wehr bergen. Wo sollte ich mit der Suche anfangen? Ich weiß es nicht, aber vertraut auf euer Schicksal, denn es wird euch dorthin führen, wo ihr gebraucht werdet. Doch erst müsst ihr meine Wehr in Sicherheit bringen. Findet jemanden, dem ihr ihre sichere Verwahrung anvertrauen könnt. Ich spüre, dass wir uns wieder treffen werden. Mögen die Götter bis dahin über euch wachen. Ja, das heißt, dass wir... Ja! Ups. Dass wir wieder zurück müssen. Aber nicht hier rein, oder? Nee, wir müssen dahinter. Wo ist er denn jetzt? Durchhins! Ah, hier. Welches Übel droht jetzt schon wieder? Die Toten haben sich erhoben. Ich dachte, dass Alasan sie absichtlich nicht auferstehen lässt. Sind wir zu spät? Hat Alasan sich selbst in einen Lich verwandelt? Nein, Alasan ist keine Bedrohung mehr. Ist er nicht? Dann sollten wir frohlocken. Dieser Bastard, wie ich das Wissen um seinen Niedergang genieße. Ohne ihn bereitet mir der Rest dieser Nekromanten keine Sorgen mehr.
Nicht einmal im Mindesten. Aber was ist mit der Wehr der Ansei? Habt ihr sie? Ja, aber die Ansei hat mich gebeten, sie jemanden zu geben, dem ich vertraue. Und ihr habt sie mir gebracht? Das ist eine ganz schöne Ehre. Ich verspreche euch, dass sie nicht in Feindes Hand fallen wird, solange ich lebe. Jetzt bleibt nur noch die letzte Wehr der Ansei. Aber wenn Uwafar und Alasan fort sind, wer hat sie dann? Ansei Maya meinte, es gebe noch weitere Geschwister. Weitere Geschwister? Aber wer könnte das sein? Wartet, Suturra hatte noch ein Kind, eine sehr junge Tochter. Ich erinnere mich jetzt wieder an sie und wie sie immerzu an den Fersen ihrer Brüder hing. Doch ihr Name fällt mir nicht mehr ein. Irgendwie müssen wir sie aber finden. Ja, und wir haben einen geladenen Froststab vom Set Roben der verdorrten Hand erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Ich denke, ich weiß, wo die dritte Wehr der Ansei zu finden ist. Das ist sehr schön. Ich klaue mir nur vorher noch mal eben eure Vorräte. Ich werde eine Nachricht nach... Mit die habe ich gar nicht gesprochen, sondern mit dem Sack eigentlich. Moment, da ist noch was. Zack, einfach mal alles mitgenommen. Shiri! Wie es scheint, hat der Nekromant Alasan euch unterschätzt. Ich habe mich außerhalb des Leuchtturms versteckt. Nachdem ihr das Ritual unterbrochen hattet, ging ich hinein und fand Alasans Aufzeichnungen. Ich denke, ich weiß, wohin die verdorrte Hand die dritte Wehr der Ansei gebracht hat. Wohin haben sie sie gebracht? Nach Hundings Wacht. Die verdorrte Hand sucht die Geburtsstätten der Ansei auf, die die Wehren geschmiedet haben. So wie Alasan es hier getan hat, können sie diese Orte nutzen, um die Wehren zu verderben. Die dritte Ansei, Halela, wurde in der Nähe von Hundings Wacht geboren. Seid ihr da sicher? Ich habe in nichts völlige Gewissheit. Doch ich würde trotzdem vorschlagen, dass ihr eure Suche dort beginnt. Es gibt in Hundings Wacht eine weise Frau, Priesterin Sermen. Vielleicht kann sie euch tiefere Weisheit schenken. Dann werde ich mit Priesterin Sermen reden. Da sowohl Alasan als auch Uwafar tot sind, könnte die verdorrte Hand stark geschwächt sein. Vielleicht ist die dritte Wehr der Ansei näher, als ihr denkt. Wenn die Götter bei euch sind, denke ich, dass ihr sie schnell bergen könnt. Habt ihr mit Hauptmann Ravan gesprochen? Ja, und er hat mir eure Nachricht weitergegeben. Auch wenn ich es vorziehen würde, hier zu bleiben, werde ich in Kürze zu Meisterin Sore nach Bergama zurückkehren. Ich wollte nur erst Prinz Azar und euch verraten, was ich herausgefunden habe. Was wisst ihr sonst noch über die dritte Wehr? Ich könnte Stunden damit verbringen, euch etwas über die historische Bedeutung der dritten Wehr zu erzählen. Doch ihr würdet darüber nur einschlafen. Ihr müsst nur wissen, dass die verdorrte Hand sie hat und dass Hundings Wacht der beste Ausgangspunkt für eure Suche ist. Glaubt ihr wirklich, dass die verdorrte Hand geschwächt ist? Ihr nicht? Ihr habt ihre Pläne hier und an Tuvakas Thron vereitelt. Ihr habt sowohl Uwafar als auch Alasan besiegt. Ich würde davon ausgehen, dass in der verdorrten Hand ein ziemliches Chaos herrscht. Ja, davon gehe ich auch aus. Und dann schauen wir noch mal eben kurz, wo wir hin müssen. Wir werden uns dann da unten in der nächsten Folge treffen. Was habe ich jetzt gemacht? Hallo. Ja, ich weiß nicht, was das gerade war, aber das Spiel wollte gerade irgendwie nicht mehr scharf stellen. Ja, mir bleibt aber trotzdem nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen den Rest in der nächsten Folge. Bis dann, ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.